Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium, und zwar zur 9. Folge aus unserer Reihe Kostenrechnung, in der wir uns einmal näher mit den kalkulatorischen Zinsen beschäftigen wollen. Ja, und Themen der Kostenrechnung sind bei uns immer verbunden mit der Morgengenuss GmbH. Was ist die Morgengenuss GmbH? Das ist ein fiktives mittelständisches Industrieunternehmen in Familienbesitz, das Kaffeemaschinen produziert und vertreibt auf der ganzen Welt, sowohl für den gewerblichen als auch für den Consumer-Bereich. Die Geschäftsführerin ist Jenny Fair, der Firmensitz ist in Hagen, Westfalen, und die Morgengenuss GmbH beschäftigt ca. 1000 Mitarbeitende. Unsere beiden Hauptdarsteller sind Konrad Troller, der Controller der Morgengenuss GmbH, und die duale Studentin Rita Lasthal, die seit längerer Zeit bei der Morgengenuss GmbH beschäftigt ist und so ein bisschen mit den Themen der Kostenrechnung fremdelt. Und der Konrad Troller hat sich auf die Fahnen geschrieben, sie für Themen der Kostenrechnung zu begeistern. Ja, wir steigen heute direkt ein in die heutige Folge, in der Konrad Troller der Rita die Funktion von kalkulatorischen Zinsen erläutert. Troller führte Rita in das nächste Thema ein. Kommen wir nun zum zweiten relevanten Thema im Rahmen der Anlasskosten, den kalkulatorischen Zinsen. Neben den Abschreibungen sind beim Anlagevermögen noch Zinsen zu berücksichtigen, denn im Anlagevermögen ist Kapital gebunden, das einer anderweitigen Verwendung entzogen ist. Allgemein gesagt sind Zinsen das Entgelt für die Nutzung von Geldkapital. Es fallen also Opportunitätskosten an, welche als entgangener Nutzen einer alternativen Verwendung von Ressourcen bezeichnet werden können. Im externen Rechnungswesen wird Zinsaufwand berücksichtigt, dabei handelt es sich um für Fremdkapital bezahlte Zinsen. Dieser Wert ist für die Kostenrechnung ungeeignet, denn dabei wird das im Vermögen gebundene Eigenkapital nicht berücksichtigt. Entsprechend der vorherigen kostenorientierten Definition von Zinsen müssen für die Kostenrechnung, aber auch für Eigenkapital Zinsen berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen gehen somit über den Zinsaufwand des externen Rechnungswesens allein schon deshalb hinaus, weil der zugrunde liegende Kapitalumfang um das Eigenkapital erweitert wird. Bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen sind folgende vier Aspekte relevant. Erstens Bestimmung des Kalkulationszinssatzes. Zweitens Umfang des zu verzinsenden Vermögens. Drittens Bewertung des zu verzinsenden Vermögens. Und viertens die Berechnungsmethode. Müssten wir nicht eigentlich zwei Kalkulationszinssätze bestimmen? Einen für das Eigen- und einen für das Fremdkapital? Fragte Rita. Theoretisch schon, aber praktisch ist das sehr schwer umzusetzen, entgegnete Troller. Geht man von einer Bilanz aus, so zeigt die Aktivseite die Verwendung des Kapitals und die Passivseite die Kapitalherkunft. Dabei wird deutlich, dass das gesamte Vermögen eines Betriebs durch eine Mischung von Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Damit ist schon festgelegt, dass bei der Verwendung eines einheitlichen Zinssatzes für Eigen- und Fremdkapital ein Mischzinssatz zur Anwendung kommt. Der Mischzinssatz liegt zwischen dem Zinssatz für Eigenkapital, der für die entgangene Verzinsung des Eigenkapitals in einer alternativen Anlagemöglichkeit angesetzt wird, und dem Zinssatz für Fremdkapital, der für aufgenommenes Fremdkapital zu zahlen ist. In dem Mischzinssatz muss sich das Verhältnis von Eigen zu Fremdkapital niederschlagen. Deshalb ist ein gewogenes arithmetisches Mittel zu verwenden. Eigenkapital steht einem Betrieb langfristig zur Verfügung, und zur Sicherstellung einer ordentlichen Finanzierung des Betriebs muss auch ein sehr hoher Anteil des Fremdkapitals langfristig zur Verfügung stehen. Daraus folgt, dass es sich bei dem zu ermittelnden Zinssatz um einen Zinssatz langfristiger Art handeln muss. Aus den gemachten Überlegungen heraus wird auch deutlich,
dass es nicht um einen aktuell auf dem Markt herrschenden Zinssatz geht. Die auf dem Markt herrschenden Zinssätze sind zukunftsgerichtet, denn sie gehen von der Überlegung aus, dass aktuell Geld für die Zukunft angelegt oder geliehen werden soll. Bei der Kostenrechnung muss aber bedacht werden, dass es um die Verzinsung von Geld geht, das teilweise weit in der Vergangenheit zu den damals herrschenden Verhältnissen aufgenommen wurde oder hätte angelegt werden können. Somit kommt der Berücksichtigung des in der Vergangenheit auf dem Kapitalmarkt herrschenden Zinsniveaus große Bedeutung zu. In der Morgengenuss greifen wir auf den 10-jährigen Durchschnittszins für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten zurück und verwenden diesen als kalkulatorischen Zinssatz. Vergleichsweise einfach ist die Ermittlung des Umfangs des zu verzinsenden Vermögens, fuhr Troller weiter fort. In allen für die betriebliche Leistungserstellung notwendigen Vermögensgegenständen ist Kapital gebunden. Deshalb muss bei der Verzinsung grundsätzlich das gesamte betrieblich notwendige Vermögen, bestehend aus dem zugehörigen Anlagevermögen, im Regelfall mit Ausnahme des Finanzanlagevermögens, und dem Umlaufvermögen berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die Bewertung des zu verzinsenden Vermögens ergänzte Troller: Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen haben wir bereits den Unterschied zwischen einer Ermittlung auf Basis von Anschaffungswerten oder von Wiederbeschaffungswerten eingehend diskutiert. Diese Frage können wir bei der Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen erneut aufwerfen. Für Zwecke eines Betriebsvergleichs oder zur Sicherung der Substanzerhaltung ist eine Berücksichtigung von aktuellen Werten anzustreben, was für eine Verzinsung auf Basis von Wiederbeschaffungswerten sprechen würde. Da wir, wie bereits erörtert, in der Morgengenuss in der Kostenrechnung ausschließlich die aus dem externen Rechnungswesen stammenden Anschaffungswerte verwenden, kommen Wiederbeschaffungswerte auch hier nicht zum Einsatz. Naja, das war ja mal ein kurzer Exkurs, stellte Rita schmunzelnd für sich fest. Zur Berechnung des gebundenen Kapitals, was zur Ermittlung der dafür anfallenden kalkulatorischen Zinsen notwendig ist, stehen uns grundsätzlich zwei Methoden zur Verfügung. Erstens, zum einen das einfache Durchschnittsverfahren und zweitens, zum anderen das aufwendigere Restbuchverfahren. In der Morgengenuss, wie auch in den meisten anderen Industrieunternehmen, greifen wir auf das Durchschnittsverfahren zurück, das wir uns gleich einmal an einem Beispiel anschauen wollen. Das Restbuchwertverfahren wird in der Praxis allenfalls von kommunalen Betrieben verwendet, schloss Troller diesen Punkt. Das Durchschnittsverfahren führt zu einem gleichbleibenden Ausweis von kalkulatorischen Zinsen, erläuterte der Controller. Zur Berechnung greifen wir auf folgendes Zahlenbeispiel zurück: Anschaffungswert einer neuen Maschine 80.000 Euro, Abschreibungsdauer 8 Jahre, ein Liquidationserlös fällt nicht an, der Zinssatz beträgt 6% und es wird die lineare Abschreibungsmethode gewählt, wonach sich ein jährlicher Abschreibungsbetrag von 10.000 Euro ergibt, nämlich indem wir den Anschaffungswert von 80.000 Euro durch die Nutzungsdauer 8 Jahre dividieren, dann erhalten wir jährliche Abschreibungsbeträge in Höhe von 10.000 Euro. Trolle erläuterte anhand des Beispiels die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen. Am Anfang der Nutzung ist Kapital in Höhe des Anschaffungswerts gebunden. Am Ende ist nichts mehr gebunden. Aus diesen beiden Beobachtungspunkten wird ein Durchschnitt gebildet, der das durchschnittlich gebundene Kapital ergibt. Im Beispiel 80.000 Euro Anschaffungswert durch 2 gleich 40.000 Euro gebundenes Kapital. Dieses durchschnittlich gebundene Kapital wird dann mit dem Kalkulationszinssatz multipliziert und ergibt die jährlich zu berücksichtigenden kalkulatorischen Zinsen. Während der gesamten Abschreibungsdauer wird so verfahren. Die kalkulatorischen Zinsen pro Jahr errechnen sich dann wie folgt:
Anschaffungswert durch 2 multipliziert mit dem Zinssatz. Bedeutet, 40.000 Euro mal 6% ergibt dann einen Wert von 2.400 Euro, nämlich unsere jährlichen kalkulatorischen Zinsen. Schauen wir uns das einmal etwas näher an und fangen mit dem Restbuchwert an, der sich über die 8 Jahre wie folgt entwickelt. Vom Anschaffungswert werden jeweils 10.000 Euro jährliche Abschreibungsbeträge abgezogen. Dann kommen wir am Rest der Nutzungsdauer, nämlich am Ende des Jahres 8, genau auf einen Wert von 0. Das durchschnittliche gebundene Kapital beträgt ja 40.000 Euro, wie eben berechnet. Damit angewandt mit unserem Zinssatz von angenommenen 6%, dann ermitteln wir kalkulatorische Zinsen pro Jahr in Höhe von 2.400 Euro. Und wenn wir das jetzt auf die gesamte Nutzungsdauer beziehen, die Zinsen, dann müssen wir diese noch mit 8 multiplizieren und dann kommen wir insgesamt auf einen Wert von 19.200 Euro, den wir dann insgesamt über die gesamte Nutzungsdauer anzusetzen haben als kalkulatorische Zinsen. Die Durchschnittsmethode ist einfach, schnell zu rechnen und liefert konstante kalkulatorische Zinsen. In unserem Beispiel in Höhe von 2.400 Euro jährlich. Sie ist damit für Periodenvergleiche gut geeignet, da die Höhe der kalkulatorischen Zinsen im Gegensatz zum Restbuchwertverfahren nicht methodenbedingt variiert, stellte Troller fest. Abschließend schauen wir uns noch einmal die Berechnung kalkulatorischer Zinsen an, wenn ein Liquidationserlös zu berücksichtigen ist. Ist beim Durchschnittsverfahren ein Liquidationserlös zu berücksichtigen, so erhöht der Liquidationserlös das durchschnittlich gebundene Kapital. Der Liquidationserlös bleibt unangetastet während der gesamten Abschreibungsdauer gebunden und muss somit verzinst werden. Man könnte ihn auch als Sockelkapital verstehen, um den der Verlauf der sich entwickelnden Restbuchwerte gegenüber der Situation ohne Liquidationserlös parallel nach oben verschoben wird. Dadurch ist natürlich auch das durchschnittlich gebundene Kapital auf einem höheren Niveau. Die Formel zur Ermittlung des durchschnittlich gebundenen Kapitals und der davon abhängigen kalkulatorischen Zinsen verändert sich wie folgt: Anschaffungswert plus Liquidationserlös dividiert durch 2 mal dem angenommenen Zinssatz. Im Folgenden gehen wir von einem Liquidationserlös in Höhe von 16.000 Euro aus. Die restlichen Beispielsdaten bleiben unverändert. Der Anschaffungswert einer neuen Maschine beträgt 80.000 Euro, die Abschreibungsdauer 8 Jahre. Der Liquidationserlös wird nunmehr mit 16.000 Euro angenommen. Der Zinssatz beträgt 6% und es wird wiederum die lineare Abschreibungsmethode gewählt. Der jährliche Abschreibungsbetrag sinkt nunmehr von 10.000 Euro auf 8.000 Euro. Und zwar dadurch, dass vom Anschaffungswert, nämlich den 18.000 Euro, der Liquidationserlös von 16.000 Euro abgezogen wird und der Restbetrag wird dann durch 8 Jahre dividiert, nämlich die Nutzungsdauer, und ergibt dann einen jährlichen Abschreibungsbetrag in Höhe von 8.000 Euro. Unter den gegebenen Daten errechnet sich als durchschnittlich gebundenes Kapital ein Wert von 48.000 Euro, nämlich Anschaffungswert 80.000 Euro plus Liquidationserlös 16.000 Euro dividiert durch 2. Was um 8.000 Euro höher ist als das durchschnittlich gebundene Kapital im Fall, dass es keinen Liquidationserlös gibt, denn das war nämlich nur 40.000 Euro. Jährlich werden dann für die gesamte Abschreibungsdauer 2.880 Euro als kalkulatorische Zinsen berücksichtigt, die sich wie folgt errechnen: Anschaffungswert 80.000 Euro plus Liquidationserlös in Höhe von 16.000 Euro dividiert durch 2 mal 6% Zinssatz ergibt dann jährliche zu berücksichtigende kalkulatorische Zinsen in Höhe von 2.880 Euro.
Auch das schauen wir uns noch mal kurz im Detail an. Zunächst mal die Entwicklung des Restbuchwertes. Ausgehend von 80.000 Euro Anschaffungswert und jährlichen Abschreibungsbeträgen von 8.000 Euro kommen wir am Ende der Nutzungsdauer, nämlich dem Jahr 8, auf einen Restbuchwert in Höhe von 16.000 Euro, der dann dem geschätzten Liquidationserlös entspricht. Das durchschnittlich gebundene Kapital hatten wir eben berechnet und es ist höher als ohne Liquidationserlös, nämlich beträgt 48.000 Euro. Und wenn wir das dann mit dem Zinssatz von 6%, dem jährlichen, dann multiplizieren, dann ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Höhe von 2.880 Euro jährlich, die über den bisher ermittelten Zinsen von 2.400 Euro ohne Liquidationserlös liegen. Troller beendete das Thema kalkulatorische Zinsen mit folgendem Fazit. Im Vergleich zur Durchschnittsmethode ohne Liquidationserlös werden bei Vorliegen eines Liquidationserlöses die jährlichen kalkulatorischen Zinsen höher. Zudem ergibt sich nach Ablauf der Nutzungsdauer ein Restwert in Höhe des geschätzten Liquidationserlöses. Ja, und damit ziehen wir auch dann die Folge zu einem Ende mit Literaturhinweisen. Wer sich ein bisschen mit der Kostenrechnung, mit den Grundlagen beschäftigen möchte, dem sei das Werk von Haberstock und Haberstock empfohlen. Und wer etwas tiefer in die Kostenrechnung einsteigen möchte, kann das mit dem Werk von Fandel et al. Und wer sich mit der Kosten- und Leistungsrechnung in Dienstleistungsbetrieben, insbesondere in kommunalen Betrieben, beschäftigen möchte, dem sei das Herausgeberwerk von Körner empfohlen. Ja, und wenn Sie sich spielerisch den Themen der Kostenrechnung oder der gesamten BWL widmen möchten, dann können Sie unsere Lern-App BWL Champion aus dem App oder aus dem Play Store runterladen und dann gemeinsam oder auch mit anderen lernen und spielen. Ja, Sie erreichen uns in den sozialen Medien auf LinkedIn, auf Instagram und Facebook. Weitere Lehrvideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal BWL und Controlling Studium und das finden Sie auch alles in Audioform, in Podcasts bei Spotify oder allen gängigen Anbietern. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Am besten ist aber, Sie abonnieren unseren Kanal, dann verpassen Sie keine Folge. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.